Willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman, das Videospiel. Im letzten Part haben wir, was haben wir? Ah ja, wir haben den Super Laser mit Two-Face und dem Riddler aus dem Wentech-Gebäude, geklaut. Und jetzt wollen wir Level 5, das letzte Level von Episode 1 des Riddlers Rache, anfangen. Level 5, Blöcke brechen. Story. Die Kältekanone, die Rebensamen, den Superlaser und den Schlüssel. Alles Stücke eines fantastischen Puzzles. Füge sie zusammen und was kommt dabei raus? Die Gotham Gold Reserven. Der Preis ist heiß. Ich frage mich aber schon ein bisschen, warum, warum sind nicht alle dabei? Warum nur der Riddler und Two-Face? Moment mal, bevor ich irgendwo hingehe, hole ich mir das Geld erstmal von der Vordertür ab. Vielleicht nicht. Gut, ihr habt mich. Nicht. Der hält ziemlich viel aus. 10 Schläge hat der Typ gerade ausgehalten. Ah, damit kann ich fahren. Kann ich damit silberne Objekte zerstören? Nein. Leider nicht. Au. So. Wir können auf jeden Fall meine Schüsse mit ihrer Waffe abblocken, was nicht wirklich viel Sinn ergibt. So, hier rechts muss ja irgendwas sein, was mir hilft. Ja, den Riddler brauche ich dafür einmal. Setzt du mal eine Runde aus. Kann der Riddler eigentlich? Nein, der kann nichts. Also der hat keine speziellen Mord, wenn ich Kreis drücke. Ah, aber damit kann ich mit Sicherheit gleich silberne Sachen zerstören. Nein! Das wollte ich nicht. Wechsel wieder zu ihm. Hier ist es sicherer. Für jeden. Hä? Oh Mist! Bin aus der Reichweite raus. Komm wieder her. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Nein, schon wieder! Ach! Vergiss es, komm jetzt her.
braucht aber ganz schön lange. So. Ja, gut. Wäre schlauer gewesen, dort wegzugehen. Ey, was soll das denn? Ich erschieß dich einfach. Wage es nie wieder, mich anzugreifen. Und jetzt können wir hier wieder fahren mit diesem Bagger. Kann ich das hier... Nein. Jetzt komme ich da hoch. Hierdurch komme ich nicht. Oh, oh, oh. Aber sonst könnte ich auch einfach durch die Vordertür fahren. Und das da oben kann ich nicht zerstören. Obwohl ich es ganz leicht berühre. Hm. Der Riddler ist tot. Anscheinend erschossen worden, denke ich mal. Kein tragischer Verlust. Nee, der stirbt ja einfach in der Luft. Bisschen wahrscheinlich zu hoch. Oh, Tausender. Ah, oh, da kommen wir aber nicht wieder hoch. Ah, oh, ich hörte gerade keinen Sound. Ihr mit Sicherheit auch nicht. Ach man, da brauche ich einen Doppelsprung-Charakter für. Du kannst schön wieder dahin gehen, wo du herkommst. Ach man, jetzt kletter die Leiter hier hoch. Nee, ist ja wunderbar. Ich habe den Riddler zerquetscht. Das hat ihn wieder aufgeweckt. Hier kommt alle. Unpassend. Dafür brauche ich den Riddler. Oh, jetzt kann ich diesen Helikopter hier steuern. Muss ich diese Kameras zerstören? Ja, anscheinend. Da kommt nur Geld raus. Was ich nicht einsammeln kann von hier oben. Aha, wunderbar, komme ich nicht ran. Ups. Ist ja toll. Schmeißen wir da schon das Bad Kit hin und dann kriege ich es nicht. Ich will mit Doofus spielen. Der gerade die Leiter dorthin runterklettern wollte, anstatt runterzuspringen. Das ist schon irgendwie cool. Hier liegen die Überreste von der Tür noch drin. Ich schätze mal 80.000 für wahre Superschurke. Na, ja, das wird sein. Vielleicht auch noch 90.000. Natürlich die letzten zwei Gegenstände hier, die ich noch nicht kaputt gemacht habe, helfen mir, um weiterzukommen. So und so. Ach, ja. Ich hätte ja auch mal nachgucken können. Den Typen hier kann ich ja steuern. Oder waren da vielleicht eben Fensterläden vor? Oder nee, ich habe diese Türen geöffnet. Ich bin echt blind manchmal. Oder oft. Naja, ich würde eher sagen manchmal.
wach. Dann kommt mal her. Mhm, du hast überlebt. Und dann kommen neue Wachen. Sind anscheinend, denke ich mal, SWAT-Einheiten und die Security von diesem Gebäude. Vielleicht sind die SWAT-Einheiten auch von diesen, die Security von diesem Gebäude. Weil die wussten ja anscheinend schon vorher, dass wir kommen. Hier ist doch ganz viel Gold. Und daraus baut ihr was, um weiterzukommen? Das ist ja toll. Naja, aber so viel wie dort in diesem kleinen, in dieser kleinen Zelle ist, da wird mehr drin sein. Ja, da vorne ist ja auch viel, nicht da vorne nicht. Ach, wir wissen ja aus einer anderen Episode schon, wie viel dort ist. Ihr könnt dort nicht durchlaufen. Und ihr könnt mich auch nicht treffen. So, jetzt könnt ihr mich treffen. Aber ihr habt keine Chance dazu. Einer hat mich leider voll getroffen. Ist dieser eine Typ in Gefahr? Zumindest wird dort einer geschlagen und die Wachleute schlagen sich mit Sicherheit nicht gegenseitig. Und Stufe ist leider nicht stark. Oh, okay, ich verstehe es. Stufe ist sein Arm wurde angeklebt. Ist ja okay. Ist ihm anscheinend egal. Irgendwie spürt er keinen Schmerz. Schön, dass dort auch eine Leiter im Aufzugsschacht ist. Hier geht gerade alles ganz schön schnell. Ah, da kann man durchschießen. Nein, natürlich kann man durchschießen. Und der weite Weg ist geöffnet. Ach, schon wieder kann ich ja durch. Schon wieder ganz vergessen. Dass Two-Face das kann. Ach Mann, warum kann ich von da nicht abspringen? Ist ja auch egal. Hä? Achso. Wieder Laser. Und natürlich ist hier ein Bedkit, was ich nur mit etwas Explosivem zerstören kann. Oder etwas Kräftigem. Ah, 1 von 4. Wie viele auch immer ich davon schon, also davon habe ich mit Sicherheit schon ein paar verpasst. So, da gehe aufs andere. Den Tausender würde ich gerne mitnehmen, die beiden Tausender. Aber es geht nicht. Ritter, gehe aufs andere. Ach, Mann. Das meinst du? So. Wenn der inoffizielle zweite Spieler nicht mitmacht, dann muss ich es halt selber machen. So. Okay, hat anscheinend keine 80.000 gebraucht. Ich verstehe nicht warum, aber wird schon richtig sein. So, wir haben den Tresor teilweise geöffnet. Eins von scheinbar 3 Schlössern, aber nebenbei auch die halbe Halle hier zerstört. Brauche ich mir da einen Riesenroboter? Das sieht doch aus wie Beine von einem Riesenroboter. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Riddler, fang auf!
Oh, da drin habe ich gerade irgendwas zerstört. Schön. Two-Face kann durch Stahl hauen, aber nicht gegen Stahl. Ah, das hier habe ich zerstört. Ah, okay, da ist ein Typ drin. Da baut mir erstmal hier die Leiter. Oder für sich besser gesagt. So. Warum kommt er denn? Hör auf zu drehen. Geh doch einfach durch. Und aktiviere diesen Hebel dort unten. Ah, Tor Nummer 2 ist offen. Kommt noch was? Natürlich kommt noch was. Aber dafür wird dieser Riesenroboter dort benötigt. Two-Face, du hast die Ehre, ihn zu steuern. Weil ich ihn steuern kann. Vielleicht steuert er sich auch selber. Das ist ein ganz schön großer Roboter. Der geht aber weit übers Tor hin. Ja gut, da, okay. Der hat keinen wirklichen Körper. Der hat nur Beine, Arme und... Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. Hier, das Cockpit. So ist das. Aber der hat eine Gatling Gun. Zwei Miniguns an den Armen. Damit kann er auch diese Tore zerstören. Aber brauchen wir nicht. Ja, Gold. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet und wir sind jetzt reich. Naja, Bridger und Two-Face. Wir bleiben immer noch genauso arm mit unseren knapp 2 Millionen Stats. Vielleicht haben wir jetzt sogar 2 Millionen. Na, nein, leider nicht. So, Badkits hatten wir keins und Story abschließen. Ah, ja, gut, Credits. Kommt da nicht noch eine Zwischensequenz? Nein? Also die hier? Aber die meinte ich gar nicht. Ich glaube, es gibt da davon auch in anderen Lego Games, in neueren Lego Games, gibt es davon dann, glaube ich, auch noch andere Animationen. Die ein bisschen anders sind als das jetzt hier. Naja. Gut, dann gibt es ja keine Sequenz mehr. Und tatsächlich, in Episode 2 gibt es ein Level, was ich als mein, ich weiß nicht warum, was ich aber als mein Lieblingslevel im Spiel bezeichnen kann. Nämlich direkt das erste Level, wenn ich mich richtig erinnere. Und das, damit beginnen wir halt im nächsten Part. Und das ist wahrscheinlich der Part, worauf ich mich am meisten gefreut habe. Und natürlich auch auf das Level, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Am meisten freue ich mich natürlich auf die 100%, sollten wir die irgendwann erreichen. Aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.